Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time with Quadia. Wir haben schon nachgeschaut, ob jemand Geburtstag hat und so. Und uns ist aufgefallen, morgen hat Lee Geburtstag. Heute hat natürlich keiner Geburtstag. Aber, ja, schon. Ich hab da was für dich. Ich freue mich da richtig drauf. Das freut mich doch. Ich hoffe, ihr kommt alle zu meiner Party. Aber sehr gut, wirklich Glückwunsch. Danke. Vor allem, ich muss mir jetzt ein fucking Kleid kaufen. Ich dachte mir so, nee, das habe ich eh nicht geschafft. Und jetzt hat, ja, darf ich mir ein Kleid kaufen, weil ich nicht mit meinen Assi-Kleidern in die Zeitung will. Jetzt darf ich mir tatsächlich nächste Woche noch irgendwie ein Kleid kaufen. Also diese Woche noch irgendwie. Weil nächste Woche ist es ja schon. Dann kaufe ich mir irgendein Kleid, aber ja, mal schauen. Nicht damit gerechnet auf jeden Fall. Super gay, schlage ich mich auch mal gleich einmal zur Party. Komm, wir fragen einfach mal, ob der kommen will. Mit denen ist der Freundschaft jetzt auch nicht schlecht. Möchtest du zu meiner Party kommen? Danke. Das heißt, glaube ich, nein. Ich bin mir ziemlich sicher, das heißt nein. Gut, ich schau mal zu Antoine Presley und so rein. Shoppen, ja, muss ich dann wohl. Ey, der hat auch den anderen Auftrag genommen. So, als ich in deinem Alter war, ja. Als ich in deinem Alter war, Presley. Ach ja, war ich noch nicht. So. Dann gehen wir mal nach Hause, sortieren unser Zeug. Und dann fahren wir in die Mine. Ja. Auf jeden Fall wollte ich ja eigentlich heute das neue Story of Season spielen, aber ich, ja, irgendwie Xbox möchte mir das nicht für den PC Game Pass zur Verfügung stellen. Nur das andere Story of Season, dann dachte ich mir halt auch so, danke für nix. Und jetzt muss ich mal schauen, wahrscheinlich spielen wir einfach das andere Story of Season. Und ich spiele das einfach privat, das andere, weil es wird eh übel schlecht werden. Wollen wir vielleicht hier noch Rippchen? Ne, wir haben hier keine Rippchen. Also wir brauchen einmal das Fleisch, einmal das Salz und einmal noch eine Frucht. Da ist ein Aroma ab. Den möchte ich da jetzt nicht unbedingt reinketten. Das ist ein normaler. So, Kochstation. 1. 2. 3. Wir beginnen. Ah. Ab jetzt kann es auch abmachen. So, dann tue ich das Fleisch mal wieder irgendwo rein. Und dann wollte ich mir noch ein bisschen Dünger nehmen für unseren Garten, dass unsere Riesenrübe hoffentlich noch ein bisschen riesiger wird. So. Kippen wir mal da rein. Was? Das reicht immer noch nicht. Was ist das für ein gefräßiges Riesending? Was mehr Dünger braucht das als andere? Damit sollte es aber dann reichen. Ja, jetzt ist es glücklich. 6 Tage braucht es noch. Den Rest hat er wohl gedüngt, keine Ahnung. Ach, das mache ich mir ein bisschen bescheuert im Kopf. So, dann gehen wir mal zu Bruce und geben denen seine Rippchen und dann gehen wir in die Mine. In die Zweier, da haben wir, glaube ich, einen Pass. Auch wenn ich gerne so eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine Teedose, eine Thermoskanne hätte. Weil wenn wir die im Garten halt aufstellen, steht da halt die Dana voll drauf. Und ich hätte nichts dagegen, dass Dana sich mal so ein bisschen Freundschaft bei mir im Garten abholt. Deswegen ich echt überlege, dass wir in die Einsamine gehen und da ein bisschen auf Reliktiensuche gehen. So. Übrigens, ich merke, ich werde krank. Ich habe eine zu in das Nasenloch, aber ich hatte gestern auch übelst einen Allergieanfall. Und vermute einfach, es könnte auch davon kommen. Genau das, was ich wollte. Was habe ich gekauft? Ja, freut mich. Hallo, Shinji. Wo wollen wir denn morgen Abend hingehen? Spielen? Nee, machen wir Peach Plaza wieder, dann hat sie nicht so weit. 20 Uhr. Dann ist sie vielleicht wieder pünktlich.
Weil in unserem Garten ist sie nicht immer so pünktlich. So, ja komm, wir gehen in die einzelnen und holen uns eine Thermoskanne. Weil es wäre schon geil, wenn wir da eine stehen hätten, dann würde nämlich die Dana vielleicht mal vorbeikommen. Und 30 oder 40 Freundschaft mit der Dana würde sicher nicht schaden. Ist auch wieder windiger mit den Pollen. Ja, ich bin gestern, es war gestern, ich hatte ja jetzt schon lange kein Heuschnupfen mehr und so, das war alles schon in Ordnung. Also hin und wieder, dass mir halt so ein bisschen in der Nase gejuckt hat. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Ja, jeder mal. Aber ich bin gestern so heimgefahren auf dem E-Scooter und in der letzten Kurve, also wirklich eigentlich schon direkt vor meiner Wohnung, auf einmal Augen angefangen zu tränen. Ich habe nichts mehr gesehen, meine Nase hat angefangen zu laufen. Ich weiß nicht, an welchem Busch oder Baum ich da vorbeigefahren bin, dass ich so ein allergisches Reaktionsding auf einmal gekriegt habe. Dann habe ich irgendwie den E-Scooter gepackt, in die Garage gestellt und bin dann sofort hoch und habe meine Allergietabletten genommen, weil ich hatte nicht mal welche dabei, weil ich die nicht in meiner Tasche irgendwie immer dabei habe, weil ich mir immer denke, in der anderen machen sie mehr Sinn, weil ich die öfter dabei habe. Und ja, auf jeden Fall, ich hatte so eine Allergie gestern, dann habe ich gar nichts mehr gesehen, dann habe ich meine Augen ausgespült. Aber das war gestern gar nicht cool. Und ja, heute früh halt dann nur so ein bisschen mit, ja, so verschnupft halt aufgewacht. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so weiter schlimm, aber gerade merke ich jetzt wieder, dass meine Nase halt verstopft ist. Nur das eine Nase noch. Aber ich weiß nicht, irgendwie keine Ahnung. Ich bin da genau durch so eine Staubwolke oder so durchgefahren und komplette Allergie. Ich habe echt keine Ahnung, was das war. Ich würde gerne mal wissen, auf was ich explizit allergisch bin, dass ich da vielleicht dann mir denken kann, oh, das war da jetzt wohl. Ah, das war echt heftig gestern. Also heute bin ich da auch wieder vorbeigefahren, da war nichts. Aber keine Ahnung, vielleicht hat das genau gestern irgendwie Pollen ausgesandt oder ich weiß es nicht. Oder ist vorher irgendjemand gegangen mit irgendeinem Parfüm, auf das ich allergisch bin oder so. Also es war gestern echt so, ich dachte echt, ich verreck gleich. Und vor allem, ich stand ja noch auf meinem Roller und ich musste ja irgendwie den in die Garage reinfahren. Und ich hatte so Panik, dass sie mich gleich hinschmeißt. Dann bin ich auch voll Karacho über den Bordstein drüber. Da dachte ich auch, es schmeißt mich gleich, weil ich habe ja gar nichts mehr gesehen. Und ja. Also es war nicht cool gestern. Ich hoffe nicht, dass ich das nochmal wiederhole, weil das war. Ich dachte halt echt, ich ersticke gleich. Ah, das ist ein Telefonhörer. Und nicht genügend Ausdauer, aber ich will was Richtiges. Ach, wir haben da richtig viel von. Stellen die auch gerade her. Ja. Dann eigentlich hieß es, heute Abend soll es regnen. Im Moment merke ich noch nichts davon. Also heute ist es eindeutig cooler als gestern, weil gestern hat es ja wieder 33 Grad gehabt. Ich habe gestern auch nicht gestreamt, weil ich im Bad war und ja, war halt dann unterwegs mit einer Freundin. Ah ja, also gestern meine Allergie, die war nicht cool. Aber heute war es dann eigentlich weg. Also ich bin so ein bisschen halt geschwollen im Gesicht, aber das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Solange ich noch atmen kann, ist mir das egal. Das ist eine Truhe. Hast du Allergietabletten? Ja. Ich habe das ja normalerweise immer im Frühling, also so April, Mai rum, habe ich immer meine Allergien und deswegen habe ich eigentlich immer Allergietabletten da. Vor allem auch, weil ich auch in anderen Bundesländern wachsen scheinbar andere Büsche oder so bei uns oder Bäume. Und auf die bin ich einfach hochallergisch. Und deswegen immer, wenn ich halt praktisch nach Baden-Württemberg auch nur fahre, muss ich halt immer meine Allergietabletten mitnehmen, weil ich ansonsten keine Luft mehr kriege. Und darf ich da wieder irgendeine Apotheke suchen? Das war echt uncool. Und in NRW, da habe ich dann auch nicht dran gedacht, Allergietabletten mitzunehmen, weil ich mir dachte, so ja, die Zeit ist eigentlich schon vorbei und so. Und auf einmal war ich da und dann dachte ich mir so, hä, irgendwie ich kriege keine Luft mehr, aber das Hotel war auch im Wald, also. Das war ein bisschen uncool, da musste ich zu einer Apotheke laufen. Und dann ist meine Zehe, also hat sich mein Zehennagel dann richtig komisch eingewachsen, das war auch nicht cool. Aber ja, das Wetter war gut. Und ich habe mal NRW kennengelernt. Und ich habe einen Ort namens Porta Westfalica kennengelernt. Und fand es lustig, dass es sich so anhört wie Port hier.
Ist schon ein Jahr her. Okay, ich will das andere Zeug da auch noch haben. So. Ja, auf jeden Fall jetzt. Grün mit euch spielen, da keine Allergie kriegen. Also meine Allergietabletten wären halt auch direkt neben mir, also es wäre jetzt kein Problem. Aber heute dachte ich mir, ich mache heute mal einen Spanntag, also ich muss heute noch mal ein bisschen Spanisch anschauen. Aber ansonsten mache ich heute einen sehr entspannten Tag. Und ja, vielleicht kommen wir heute ja mit Porti ein bisschen weiter. Das ist aber eine Kaffeekanne oder eine Thermokanne. Da muss ich hin. Das ist mir egal, dass da meine Ausdauer leer ist. Ich habe genügend Apfelringe. Das ist auf jeden Fall eine Thermoskanne. Ha! War da nicht noch irgendwas versteckt in der Gegend? Das ist von Denkmalmodell des Oberteil, würde ich mal sagen. Ha, ich hatte recht. So, was haben wir hier? Eine Kiste. Ein Ding. Das kann von Energiedampf des Oberteil sein. Also wir haben das eine Ding jetzt und ich glaube, das reicht. Jetzt brauchen wir genau das andere Teil, das ist das, was wir gefunden haben. Ich sehe es schon kommen. Ich habe gerade überlegt, ob wir eine Runde Blende zuspielen oder ob wir eben das spielen. Dann dachte ich mir, komm, spielen wir Portia, dann kommen wir hier ein bisschen weiter. Und wenn wir später Bock auf Blende zu haben, können wir immer noch eine Runde Blende zuspielen. Die Möglichkeiten sind ja nahezu grenzenlos. Ich kann mir auch jederzeit das Story of Season eigentlich holen, aber das, ich habe keinen Bock nochmal 40 Euro dafür auszugeben. Dafür, dass ich es noch auf einer anderen Konsole spielen kann, das spiele ich dann doch lieber auf der Xbox, wenn auch wenn es für mich allein ist. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir genügend Platz haben. Nein, wir haben gar keinen Platz. Da liegen schon ein paar Relikte drin. Das ist halt einfach Relikte 2.0. Aber wir können sicher was herstellen. Ich mache den Joystick, weil den haben wir noch nicht. Gut, dann füllen wir mal alle sämtlichen Sachen hier auf. Da haben wir gerade nichts drin. Aber so wirklich was herstellen können wir da jetzt auch nicht. Na, das könnten wir herstellen, aber das müssen wir mal sagen. Da könnten wir mal wieder ein paar Äpfel nachfüllen. Ach so. Ja, wenn du voll ausgeschöpft bist, dann mach doch. Ach ja, wenn das andere Zeug die falsche Jahreszeit wäre, dann hätten wir ein Problem weniger. So. Horsebahn. Ja, auch wenn wir da gerade ein paar haben, die braucht man eigentlich immer. Einfach weiter produzieren. Einfach nicht mit der Produktion aufhören. Aber wir haben schon wieder kein Holz mehr, das gibt's doch nicht. Wie viel Holz verbrauchen wir denn bitte? Ich habe das vorgestern oder so erst umgewandelt. So, einmal weg hier. Edelalu. Ein Tag ist es schon noch in Produktion, ja. Dann können wir vielleicht das andere noch machen. So, genau. Da fehlen uns ja die Pigmente, weiß ich schon. Ist in Ordnung. Ja, Grundsteinbahn. Und Eisenbahn müssen wir dann irgendwann mal produzieren. Ah, du machst jetzt noch deine Zinnlegierung fertig. So. Ja, den brauche ich jetzt auch nicht, aber da hinten könnten wir doch jetzt, weil du gerade keine Eisenziegel, hier vulkanische Ziegel. Die brauchen wir schneller, als wir schauen können. So. Alles aufräumen, ja. Und dann brauchen wir natürlich noch was zum Essen für das Fest morgen. Für unsere Party. Ich hab doch irgendwo eine Essenskiste, ja.
Nehme ich mal alles raus. Verteilen wir jetzt mal alles am Tisch. Die haben letztes Mal eh nicht so viel gegessen. Aber das ist halt dieses Hühnchenrisotto. Ja, das ist eher weniger. Den kann man, glaube ich, easy machen. Das kann man, glaube ich, auch easy machen. Das auch. Das kriegt man eh hinterher geworfen. Das kann man auch erstellen. So. So. Ha, da ist Essen. So, jetzt können wir dann morgen feiern. Okay, ich glaube, wir sollten schlafen gehen. Und dir geht's ja gut. Perfekt. Dann gehen wir mal schlafen und machen gleichzeitig einen kurzen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Matamaporti. Bis dann. Bye.